Es ist Dienstagabend, Dinnerparty in Sat 1 und mein Kollege Simon Beek hat mich gefragt, ob ich ihn vertreten möchte. Und da habe ich natürlich gesagt, sehr, sehr gerne. Vor allem, weil ich mich sehr auf meinen heutigen Gast freue. Er ist einer der bekanntesten Comedians, die wir in Deutschland haben. Elton gegen Simon und natürlich Comedy Street waren Quotenknüller und sind mittlerweile Kult. Und außerdem hat er die wahrscheinlich bekannteste Radlerhose Deutschlands. Und ich hoffe inbrünstig, dass er sie heute Abend nicht anhat. Herzlich willkommen, Simon Große-Johann. Wie machen wir das jetzt? Mach ich. Ja? Aber was mit dem Wein? Ja, eben. Check den Style. Ich geh einfach nochmal rüber. Es wird eine Katastrophe, okay. Aber ist ja egal. Man gotta do what a man gotta do. Jawohl, darauf like, trinken wir. Ja, das ist so ein Foto, das tut so ein bisschen weh, ne? Das ist so der Heimwerker-Kalender. Ne? Das ist so Monat. Ja. Oktober. Mhm. Und wenn man dann so ein richtiger Popstar ist, dann verdient man Millionen und verschanzt sich in seiner Villa. Nur ich hatte nicht die Millionen. Ne? Aber was macht man denn in so einer Durststrecke, wenn es auf allen Baustellen irgendwie nicht funktioniert? Ich kann es dir sagen, Sarah. Weiter. Man macht weiter. Simon, schön, dass du da bist. Komm mal näher. Ist das wieder muss ich jetzt mal genau begutachten. Außerdem müssen wir hier so zusammen ein bisschen kochen. Du spielst an auf die berühmte weiße Radlerhose. Ja, natürlich. Nein, habe ich privat nicht an. Da habe ich also String privat gerne. Sehr maßgefertigt. Auch so ein bisschen Swarovski-Steinchen oder eher ohne? Mega. Okay. Ja, doch. Ja? Ja, natürlich. Ja, kratzt doch. Das alle nicht? Farben. Hab ich immer dann nur so bei einer Party. Und da merkst du schon nicht mehr, ne? Richtig. Hat die eine oder andere Hose ist dadurch durchgescheuert. Alter, durch die Swarovski-Scheine. Du hast vegane Burger bestellt. Also ich hätte jetzt eigentlich so gedacht, du bestellst Currywurst mit Pommes oder irgendwie sowas. Ja. So was Handfestes, sowas, ne? So auf dem Boden geblieben ist. In dem Gericht erkenne ich, dass du mich einordnest als mittelalten weißen Mann, der ich bin. Aber ich esse auch Fleisch tatsächlich. Aber ich denke mir, ja, da muss man nicht so die Fronten immer verhärten. Okay. Und letztens habe ich einen veganen Burger gegessen, wo ich echt ein Geschmackserlebnis hatte und dachte, ey, das ist mega geil, ist genauso geil wie ein anderer. Und, aber du bist jetzt nicht irgendwie so ein, und Wein hast du auch bestellt, ne? Wein. Ja, genau. Und ich dachte erst so Bier oder so, aber nee, Wein. Bier finde ich auch gut, aber wenn ich gefragt werde, sage ich mal einfach italienischen Wein. Pass auf, du musst ja hier auch noch was machen, ne? Du bist ja multitaskingfähig. Deshalb würde ich vorschlagen, halt, du belegst die Burger und ich mache den Wein auch. Ich bin's nicht. Doch, bist du, echt, bist ja. Komm mal, geh mal nach da. Ja. So. Wir belegen die Burger jetzt hier. Ja, und wir belegen die Burger. Ich mache alles drauf, also gerne. Mhm. Nee, warte mal. Nee, ich habe ja auch so ein bisschen Star-Allüren. Ne? Ich mache, ich habe Gluten. Ne? Du hast also Gluten. Bei mir kannst du das vergessen. Haust du mir einfach so ein Patty dahin und machst mir so alles ein bisschen drauf. Das ist übrigens Pflaumensache. Ja, eine Pflaumensache. Ja, hatte ich mal so dran gerochen. Aber das ist doch eigenartig. Ist das auch so eine vegane Geschichte oder wie? Nein, das habe ich nicht bestellt. Das habt ihr. Ah. Das ist. Macht, ja. Jetzt ohne Flachs, du isst keine Brötchen oder was? Nee, also keine glutenfreien. Weißt du, sonst musst du mir hier gleich irgendwie so behandeln oder so. Also für dich dann so dann eine Art sorgen Common wir für mehr. Schlagzeilen, ohne dass wir wollen. Übrigens, vegane Gyros Pita hatte ich auch letztens gegessen. Wo denn alles? Ist ja total vegan unterwegs, ja? In welcher Stadt? Maybachufer, Flohmarkt, Berlin, Neukölln. Ja, die Berliner sind da schon weiter. Und die Gyros Pita, die vegane, ist auch geil. Aber wie gesagt, ich esse auch noch mal Fleisch. Nur, wir müssen ja alle reduzieren. Bist du jetzt so ein Gesundheitsapostel, oder? Nein, was? Mit oder Gesundheit. Geht's wieder um Umwelt? Meine Gesundheit, da ist nichts mehr zu retten. Nein, es geht mir um Umwelt, um so ein bisschen reduzieren, um einfach auch offen zu bleiben, so zu gucken, was geht. Ich meine, man muss ja immer so ein bisschen schauen. Ja. Ich finde, wenn es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, dann muss man die auch nutzen, dass man irgendwie. Ja, ich finde das sehr gut. Ich finde so, das super. So, alles bin der auch Zeit so ein bisschen aufpasst. Ne? Und den Problematiken und natürlich ja der Klimakrise. Ja, sie ist in aller Munde, viele können es nicht hören. Aber das muss einen nicht deprimieren. Man muss auch nicht zynisch werden. Ich finde, man muss sich einfach da ein bisschen den Kopf frei machen und gucken, was geht. Und Kopf frei machen, ne? Lass mal anstoßen. Ja, ich bin auch schon zu Primitivo tiefgründig. Bestellt. Ne? Primitivo ist doch eigentlich immer ganz gut ja, hier. Ja, sehr gut. Ich bin begeistert. Wie gesagt, ne? Passt der, ja auch gut. Der so. Persönlichkeit namentlich wunderbar angepasst. Zum Wohl. Hm. Wie, das war's schon? Das ist ja noch nackig hier. Ich kann nicht, reden und ich kann das nicht. Ja, hast ja auch recht. Hm. Ich mach mal jetzt. Okay. Ja. Komm, ich helfe dir auch. Ja? Ja? Dann mach du mal dir da deinen. Dann mach ich meinen. Ja, du machst deinen. So. Ja, ich habe immer bei Elton vs. Simon, da wollte ich immer lustig sein. Ja. Und dann habe ich bist aber nicht, ne? Oder wie? Ah, so einigermaßen, wa?
Also ich wollte mal so Quatsch machen. Und dann habe ich aber das Spiel nicht vernünftig gespielt. Hab ich immer die Spiele verkackt. Und dann habe ich auch irgendwann festgestellt, jetzt muss ich mal irgendwie. Ich kann nur entweder. Aber die ist aber groß, ja. Groß geschnitten, ja. Das ist eigentlich gesund. Dein Text, ne? Ja. Warum liegt hier Strom? So, komm, hier kann noch ein bisschen was. Ach ja, und die Süßkartoffelpommes, die waren ja auch noch. Guck mal, jawohl. Die stehen schon hier. Also meiner, finde ich, sieht Hammer aus. Der sieht mega aus. Es ist auch, hat so leicht einen Homeshopping-Charakter. Das machen wir mal, ja? So, ich könnte auch nebenbei noch eine Bratpfanne. Ja, willst du mal anmoderieren, was die Vorzüge dieser Pfanne sind? Ja, die wird heiß. Wahnsinn. Dann setzen wir uns hin. Wir haben aber nur 2-4 Hände. Wie machen wir das jetzt? Mach ich. Ja? Aber was mit dem Wein? Ja, eben. Check den Style. Ich geh einfach nochmal rüber. Es wird eine Katastrophe, okay. Aber ist ja egal. Machen wir. Geh mal rüber. Es könnte jetzt hinfallen. Ich hoffe nicht. So, voilà. Also, du machst das echt gut. Hier ist Wahnsinn. Ja schon ganz fantastisch gedeckt. Ich bin begeistert. Toll, ne? So, dein glutenfreier Burger. Ja, danke schön. Also wir sind ja total, wir gehen total mit dem Zeitgeist, würde ich sagen, ne? Ja, aber vegan und glutenfrei und ja, also Zeitgeist ist das eine. Ist sehr gut. Und das andere ist, es muss auch lecker sein. Wobei du bist ja eigentlich so einer, der immer für Avantgarde gestanden hat schon immer. Avantgarde? Ich dachte Proletariat. Nein, ich dachte, ich werfe jetzt mal hier so einen schönen Fachbegriff hin, so, ne? Avantgarde. Posen. Ja. Avantgarde? Das kann ich jetzt über mich selber nicht behaupten. Aber ich bin froh, dass du es... Du warst immer deiner Zeit voraus, ne? In vielen Dingen, die du gemacht hast. Okay. Und, Das stimmt sogar, ja, das ist wahr. Ja, stimmt, warum eigentlich nicht? Avantgarde, ja, toll. Ja, Avantgarde! Freust du dich, ne? Hört sich gut an. A votre santé, mademoiselle. Salute. Salute. Willst du Wasser haben? Jo. Du bist ja jetzt auch vor kurzem Papa geworden, ne? Ey, so ist es. Gut, ne? Bist du da auch jetzt so, endlich dass du mal was so als Vorbild dienen willst? Und hast du dir was vorgenommen so für dich? Was du deinem, was denn, Sohn, Tochter, ja, weiß ich gar nicht, ich sag mit mal, auf den Weg geben willst? Wenn ich das hätte, wäre ich auf allen Ebenen gescheitert. Nicht? Das habe ich nicht. Aber das ist doch noch gar nicht so lange auf der Welt. Ja, aber ich habe ja mit dem Humor eigentlich auch viele Grenzen des guten Geschmacks durchbrochen, nach unten. Das war ja in der Vergangenheit. Und eine Grenzüberschreitung. Und da, so, ich, der Humor ist meine Sache, und aber ich will dem Säugling ein schönes Leben auch auf jeden Fall natürlich ermöglichen. Aber dann, was der daraus macht, ist dann auch wieder so, ist dann auch wieder auf einem anderen Blatt. Hast du gerade gesagt, was er daraus macht? Okay, ja. Jetzt hast du es verraten. Ist ein kleiner Junge. Wird ein kleiner Simon, ja. Der macht sein eigenes Ding. Bin ich mal gespannt. Ja, und so. Das heißt, also die Radlerhose ziehst du zu Hause nicht an. Ich du hast dir jetzt nicht erstmal die... nichts vorgenommen, nö, nichts Großes. Also als, ich ändere mich jetzt, weil jetzt bin ich Papa geworden. Richtig, ich habe da nicht irgendwie, also natürlich möchte ich gerne so Sachen ihm mitgeben, so Werte und so, klar, das möchte ich schon. Ja, Gott, bin ein liberaler Mensch, der an die Demokratie glaubt, ganz klarer Fall. Und auch ein paar menschliche Weisheiten hat man dann wahrscheinlich doch parat, was das Zwischenmenschliche angeht, glaube ich. Da kann man schon irgendwie so sagen, pass mal auf, so und so habe ich es immer gemacht. Was würdest du da sagen? Was ist da zum Beispiel so eine Sache, auf die du nicht verzichten könntest, wenn es um Zwischenmenschliches geht? Ich würde sagen, es gibt halt ein paar Arschlöcher, ist so. Und Arschlöcherinnen auch. Und das, guck, was du machst. Ich weiß auch nicht, so richtig was Schlaues fällt mir gerade nicht ein. Muss auch gar nicht. Ich habe dir aber vor der Sendung einen Stift in die Hand gedrückt. Richtig. Und habe gesagt, du Simon, zeichne mir so eine Timeline deines bisherigen Lebens auf. Ne? Ich mache hier schon voll die Splatter-Orgie. Das finde ich super geil. Wir haben auch extra hier große Servietten. Endlich mal Splatter bei der Dinnerparty. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema, ne? Kommen wir auch später an. Waren ja alle mal jung. Und du hast so aufgezeichnet. Jetzt stapelt aber tief, ne? Die haben mal so aufgezeichnet, also du hast aufgezeichnet, was so dein Leben so geprägt hat, ne? Und dann waren deutliche, es ging immer stetig bergauf und dann auf einmal kommt das erste Tief. Was war da los? Erste Tief? Ja. Ja, also ich wollte damit zum Ausdruck bringen, ich hatte eine glückliche Kindheit. Abi war eine große Gaudi. Abi war schön. Abi warst du so einer, der gerne zur Schule gegangen ist? Ja, also wegen den Pausen halt. Pausen und Stufenparty im OSA. Fand ich gut. Und das Miteinander. Wir hatten irgendwie schon auch eine ganz geile Stufe. Hattet ihr auch einen Abi-Scherz? Da war auch lustig. Ja, was habt ihr gemacht?
Er war lustig. Ah, also so lustig. Was haben wir denn da gemacht? Dass du es nicht mehr weißt. So schlimm war es nicht. Ich habe mir da nicht irgendwelche. Ich habe es einfach vergessen. Mhm. Ich habe mich nicht um irgendwelche Gehirnzellen gebracht, auch wenn das natürlich genauso der Fall hätte sein können. Abi 95 war toll. In Gütersloh. Mhm. Und dann dachte ich so, ja. Und deine Kindheit, weil du bei deinen Eltern auf dem Land aufgewachsen bist, ne? Bauernhof, man wird schon auch in die Pflicht genommen, aber man hat auch Freiheiten. Und ich hatte auch tolle Freunde, tolles Dorf, tolle Stadt, finde ich. Wo lebst du jetzt, auch auf dem Land oder eher Stadt? Nee, ich wohne in Berlin-Mitte tatsächlich. Ui, mhm. Also Kontrastprogramm eigentlich, ne? Das nutze ich auch aus. Beziehungsweise das genieße ich auch, weil ich auch dann gern mal zurück aufs Land gehe. Würdest du denn jetzt wegen des Kindes zum Beispiel wieder aufs Land ziehen, weil du sagst, du hast es damals als Kind sehr genossen? Das ist so ein gedanklicher Ansatz, aber die Eltern müssen glücklich sein und dann wird es das Kind auch sein. Und wir wissen jetzt auch noch nicht so, wie das alles so weitergeht, wie sich die familiäre Situation so verändert. Ist natürlich eine Option, aber... Ach, so mitten in der Stadt haben wir es auch gerade ganz schön. Ist auch schön, hat auch seine Vorteile. Ne? Mhm. Das heißt also, deine Kindheit war super. Die war... Abi war der Hammer. Da erinnerst du dich sogar nicht mehr an den Abi-Scherz. Und dann kommt der erste Unsere Abi-Fahrt Eindruck. War geil. Unsere Abi-Fahrt war geil. Wo war die hin? Venedig auch. Mhm. Italien, Gardasee. Und haben toll da, also viel, eine Woche lang haben wir Kommt daher gefeiert. Deine Liebe zum italienischen Wein, weil du heute Primitivo bestellt hast, oder? Ja, mit vollem Mund ist natürlich schwer zu antworten. Ja, ne? Aber ich muss doch hier essen. Sind ja unter das ist uns. Doch die Sendung. Ja, eben. Ich finde es auch super, dass du das machst. Sonst bin ich immer die Einzige, die isst. Also Italien finde ich schon aus vielen Gründen, da finde ich schon aus vielen Gründen gut. Da bin ich nicht anders als jeder andere deutsche Spießbürger. Ich finde, es ist schon ein tolles Reiseland. Aber ich bin auch mit Adriano Celentano so aufgewachsen und den italienischen Zombie-Filmen, um sie mal in einem Atemzug zu nennen. Und Actionfilme aus Italien, Polizeifilme, da wurde immer toll rumgemetzelt, das muss man denen lassen, Spaghetti-Western, viel tolles Genre-Kino und Italien selber, Florenz, Venedig und so, finde ich schon ganz fantastisch. Und da war auch deine Klassenfahrt hin, deine Abschlussfahrt. Klassenfahrt war eine Sensation, ja. Mhm. Venedig war auch toll, da stinkt's, na mein Gott, aber der Markusplatz ist ja auch dufte. James Bond ist ja damals auch mit der Gondel darüber, also war der auch irgendwie gut. Also kannte man den auch irgendwie. Hast du eigentlich noch so mit Freunden zu tun aus der Schule oder nicht mehr? Ja, doch schon, ja. Ja? Hattet ihr auch so ein Abi-Treffen, ein Nachtreffen? Oder wir haben, glaube ich, du sowas nicht hin? Ja, wir haben, glaube ich, bestimmt 15 Jahre noch zu Weihnachten zusammen gefeiert. Mhm. Und dann eigentlich immer noch. Da haben wir so eine richtige Party in Gütersloh etabliert, die auch dieses Jahr wieder zu Weihnachten stattfinden wird. Warst du denn damals schon in der Schulzeit auch so der Clown? Hattest du schon dieses Humoristische und dieses, hey, und ich mache einfach mal verrückte Sachen und ich mache einfach mal einen Sketch oder was weiß ich was? Zum Teil schon, glaube ich. Streiche weiß ich nicht, aber ich habe immer so Lehrer Quatsch, verarschen oder so. Comiczeichnung. Lehrer verarschen auch nicht. Ein bisschen auch immer so Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, so kreativ halten. Ne? Wie war denn deine Note im Abi? Ja, die war jetzt keine intellektuelle Glanzleistung, aber war okay, 3+ oder so. Also, ein guter Schüler, so mittel. Nee, nur Geschichte war ganz okay. Alles andere habe ich ziemlich verkackt, kann man sagen. Ist es so, wenn du etwas nicht dafür brennst, dass es dich da noch nicht interessiert und du dann auch so hinten... Ja. Ja, einfach auch ein toller Lehrer, der dann einem so Dinge vermittelt, wo man sich 10 Jahre später dran erinnert und denkt so, bei allen anderen Lehrern dachte man, was bin ich eigentlich für ein Vollotto? Und ich kriege das hier nicht auf die Kette, ich kann mich auch nicht konzentrieren und man hat immer so andere Gedanken und fand alles spannend, nur nicht Unterricht. Und da war das so ein bisschen anders. Man wurde ernst, fühlte sich ernst genommen tatsächlich. Ich meine, das war ja jetzt so die Zeit bis zum Abi. Dann kommt aber nochmal so eine Tiefphase, ne? Ja, ich würde, es ist eine Nullphase. Es war so ein bisschen berufliche Orientierung. Ist es Absicht, dass es unter Null geht? Oder war nein, das es ist Null. Okay. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann in Bielefeld und habe da wirklich sehr, sehr viel gelernt. Was ist denn da passiert? Das würde ich mir jetzt gar nicht vorstellen können. Industriekaufmann. 1996 sagt man nicht. Haben deine Eltern gesagt, Simon, du machst jetzt Industriekaufmann? Oder? Nö, haben die eigentlich nicht. Hast du von selbst entschieden? Nee, also meine Eltern haben schon gesagt, du musst was machen. Was so, gescheitert? Es ist keine Option, sag ich mal, kiffen und ein Jahr rumhängen, keine Option. Mhm. So, was man ja heutzutage hört, was
vielerorts ein Problem ist. Oder so. Mhm. Das ist bei uns, sowas hat bei uns zu Hause nicht stattgefunden. Okay. So, es war klar, hier geht es jetzt einen Schritt weiter. Ja. Und ich wusste nicht was, weil ich ja jetzt nicht so eindeutige Tendenzen hatte. Ich dachte plötzlich, ich studiere Sozialwissenschaften. Und dann dachte ich mir so, boah, meine Eltern sollen mir da jeden Monat irgendwie 1200 Euro überweisen, dass ich irgendwo so Sozialwissenschaften irgendwie so mir so anlese und einen Tag später vergesse. Ja, aber wäre da nicht die Option da gewesen in Film, Fernsehen, Medien? Ja, das war, du warst ja sehr kreativ unterwegs schon damals. Also 1995 gab es Samstagnacht. Das war alles, was es an Comedy gab. Und Fernsehen war, war damals noch so ein bisschen elitär. Also so die Öffentlich-Rechtlichen kann man nicht mit einem schlechten Abi, konnte man sich dann nicht bewerben. Und jetzt RTL wusste man auch nicht, wo sind denn die? Obwohl ich jetzt Gütersloher bin, wo der Mutterkonzern schade, dass es damals noch kein YouTube gab, ne? Ja, genau, das ist schade. Das wäre eigentlich perfekt gewesen. Das wäre perfekt gewesen. Für dich und deinen Bruder. Ja, genau. Wenn du damals schon so vorausgeblickt hast, was hast du denn da jetzt so in deiner Wunderkugel parat? Ich habe immer so Ideen. Ja, ich immer so was Ideen. Denn so? Was hast du denn jetzt gerade so In der Pipeline? Also was ich so in der Pipeline habe. Ich habe, mein Bruder und ich machen einen Podcast. Mittelalterweise Männer. Mittelalterweise Männer. Ja, mittelalterweise Männer. Wir reden eigentlich tatsächlich... Oder Weise. Weise. Nee, okay. Weise ist da. Also Weise, davon sind wir weit entfernt. Wir reden so über Themen wie auch Umwelt, aber auch Reflexion. Wir reden auch Quatsch. Und Masken, da seid ihr beide im Dialog, ja? Ja, genau. Okay. Viel Nerdkram ist auch dabei, aber auch viel so allgemein irgendwie, wie man das Leben so sieht. Podcast. Und ich... Am Samstag bin ich für Joko und Klaas in Taiwan. Erzähl. Ja. Joko und Klaas ist ja eigentlich, wenn man so will, ein bisschen die Weiterführung dessen, was du mit Elton gemacht hast. Ne? Ja, vielleicht. Irgendwo haben die da den Ansatz aufgegriffen und haben da so ihr eigenes Universum draus gemacht. Aber klar, Konstellation, und zwei Typen. Klar. Und da bist du jetzt dabei? Was hast da bin ich am Samstag dabei und das ist die Duell um die Welt-Sendung in der Promi-Edition. Und ich wurde von Klaas gebeten, für ihn einzuspringen. Joko hat mir eine Aufgabe gestellt. Und ich bin nach Taiwan gereist und musste Comedy Street Taiwan umsetzen. So richtig volles Programm, so wie wir das kennen. Radlerhose und Dildo. Yes, man. Alter. Yes, girl. Hi guys, do you have some Pokemon cards? So for change. Excuse me, I'm looking for a bank. You know my cash group? No, there. Over there? Yeah. Ah, like that this way? Okay. Es lief top. Ich habe eine Reaktion bekommen von taiwanesischen Leuten. Ich dachte, die sind überhaupt nicht aus der Reserve zu locken. Aber doch. Ich finde wirklich, versteckte Kamera und gerade auch in der Form, wie Simon sie macht, ne, ist zeitlos. Das kannst du immer machen, ist immer gut. Die Form von Humor, 100% meine ich. Aber ihr habt da nicht jetzt irgendwie, weil ich meine, in asiatischen Ländern, da sind die Leute vielleicht auch ein bisschen anders, auch kulturell, haben tatsächlich noch Werte im Gegensatz zu uns. Also das mit der Radlerhose und dem Pimmel da, mit dem Dildo da, das habt ihr nicht gemacht, oder? Nee. Nee. Das haben wir nicht gemacht. You're unbelievable. Hi. I'm looking for the campus for anatomy. Anatomy? No, thank you. This way. Ich check's nicht ganz. Der Penismann ist eigentlich nicht wirklich ein Gag. Das bin einfach nur ich in einer weißen Radlerhose. What? Hi. I'm looking for a place for fitness. Fitness, sports, you know, like moving. Like, you know, burning fat and all that. Das ist witzig, ne? Kann man jetzt von halten, was man will, aber ist einfach gut. You know? All this, you know? Like this, you know? Upstairs. Thank you. Bye.
Bye. Wenn ich in die Geschichte eingehe, dann fürchte ich, ist es mit der Figur. Dann kam aber der Haken, dann sollte ich auch nochmal den Raben machen. Der Rabe klaut immer. Dann sollte ich ein Bild von Joko klauen. Aber man würde mir noch sagen, wann und wo. Okay. Und dann hat's da überall, dann gingen da so Bomben hoch in der Stadt überall. Und ich habe überhaupt nicht mehr geschnallt, was los ist. Das schauen wir uns jetzt zusammen an. Alright, man. Da muss ja eine rauchen. Das ging ja Bomben hoch in der Stadt. Das war krass, alter Schwede. So, do you think you're ready for the real thing? The real thing? Yeah, the real thing. Of course, I'm ready. Ready when you are. Okay, good. Kommt. Und dann war da wieder diese Ungewissheit. Ist schon blöd, man ist in so einem fremden Land. Man kennt ja die Sendung. Man weiß so gar nicht, was da auf einen zukommt. Alter! Plötzlich fliegen uns da Knaller um die Ohren. That way, that way, that way, that way. Go, 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 go. Gott, war das laut! Und dann sind wir abgebogen in so ein kleines, enges, düsteres Treppenhaus. Okay. You okay? You okay? Yeah, 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 Jamie. So I stuck with you. Das war alles ein bisschen schräg. Oh. Tada, here we are. Okay. Und siehe da. Careful, watch your head. Okay. Whoa. Vor mir steht der Rabe. Aber was ich gemerkt habe, alle hatten Helme auf und sie waren alle fokussiert auf diesen Wagen. Und da ist irgendwo ein Bild von Joko. Da vorne rechts an dem Wagen. Ich habe da eine ganze Weile völlig angespannt gewartet, denn es war die Ruhe vorm Sturm. Und dann wurden von diesen Wägen so Klappen geöffnet. Achtung! Are you ready? Dann ging's los. Was passiert jetzt hier? Und mit einmal schießt es aus allen Rohren. Also das waren so Guerilla-ähnliche Zustände. Dann hast du Ohrstöpsel drin? Nee, glaube ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Doch, hatte ich. Doch, ich glaube schon. Ja, also wenn dann halt die Knaller hier und so explodieren, das ist ein bisschen schwierig. Sag mal, hast du da nicht keine Angst gehabt? Du bist ja Vater geworden. Hast du nicht gedacht, so, warum mache ich sowas? Simon. Richtig. Ja? Ja, habe ich gedacht. Aber zu spät, ne? A man gotta do what a man gotta do. You know, wohl. Darauf trinken wir. Do it like John Wayne. Wow. Ich weiß es nicht. Das heißt also, wir sehen dich jetzt da in einem Duell um die Welt und? Nackt. Manchmal auch nackt. Hören dich in deinem Podcast und manchmal auch nackt, ja genau. Weil ich habe mir mal deinen Instagram-Account reingezogen und da ist ja wirklich jedes zweite Bild, bist du irgendwie leicht bekleidet bzw. nackt. Und das ist scharf, ne? Das ist ein Rattenscharf. Rattenscharfer Account. Bewirbst du dich gerade für irgendwie für einen Playboy oder was? Oder Playgirl, gibt's ja leider nicht mehr. Vielleicht sollte man die wieder machen. Solltet das euch mal anschauen. Playgirl, ich trete gegen Pete Steele an. Ja. Für den Fall, dass den noch einer aus den 90ern kennt. Vielleicht solltest du mal überlegen. Oder was ist das mit der Nacktheit? Warum? Ja, ich bin einfach jetzt über 40 und ich finde, das kann man ruhig auch als Mann noch zeigen, dass man nackt schön sein kann und dann auch noch zu seinem Körper steht. Das schauen wir uns jetzt mal an. Obwohl man vielleicht Vater geworden ist. Ich habe da so ein Lieblingsfoto rausgesucht. Guck mal. Das war mein absoluter Liebling. Ja, das ist so ein Foto, das tut so ein bisschen weh. Ne? Das ist so der Heimwerker-Kalender. Das ist so Monat Oktober vielleicht. Ja, ich will ja auch einen Kalender draus machen. Ich bin von Fans aufgefordert worden, da einen Kalender draus zu machen. Mit solchen Fotos dann, ja? Ja. Werden das auch noch Instagram-Highlights oder machst du extra ein Shooting für den Kalender? Paar exklusiv und Instagram-Highlights. Mm. Und wo kann man den dann erwerben, am Kiosk? Irgendwie mache ich online. Mache ich online und ist aber am Wochenende fertig. Ist am Wochenende fertig. Ist jetzt noch gerade im Druck. Unglaublich. Ganz heiße Kiste. Unglaublich. Und da will ich habe überlegt, ich will so einen Aufkleber irgendwie drauf zu machen. So, Achtung, kann irgendwie zu Spannungen oder so, zu Stress in der Partnerschaft führen. Oder Vorsicht, irgendwie so ein gelbes Dreieck, irgendwie so. Attention, causes Stress. Wie bist du darauf gekommen eigentlich? Sven. Ja, ich weiß auch nicht, meine Freundin hat irgendwie einen schrägen Humor, die... Also das ist ja auf jeden Fall eine gute Grundlage. Wenn ihr beide den gleichen Humor habt, ist ja schon mal super. Ja, finde ich auch. Also, naja, gut. Also deine Freundin hat dich drauf gebracht oder wie findet die das super?
Ja, die hatte irgendwann so die Idee von so Aktgeschichten. Und so ist das entstanden tatsächlich. Für mich ist es so ein bisschen der Austin Powers Gag, ja. Falls du dich erinnerst. Das ist so Austin Powers. Und da ist da jetzt irgendwie so eine Serie. Und ich denke mir irgendwie, ja, wenn das so ein wenn ich jetzt beim CSD in der vordersten Reihe mittanzen würde und öffentlich mit meinem Lebensgefährten mir neue Zähne im Fernsehen mache und sage, huhuhu, dann sind so eine Fotos vielleicht nicht witzig, weil dann würde man sagen, okay, ja, irgendwie hat er da so ein. Also du meinst gerade dieser Kontrast ist vielleicht. Aber so ein Hetenvogel wie ich, dann denke ich mir irgendwie, es sieht einfach schlimm aus. Ja, es ist halt eine Parodie, ne? Ja, es ist, ja. Und natürlich. Aber natürlich, in Wirklichkeit willst du dich doch für Playgirl bewerben. Also du willst doch eigentlich die Playgirl herausgeben und dann das Covershooting machen. Oder gib's doch zu. Na, ich würde schon ganz gerne in der einen oder anderen Kfz-Bude hängen. Mhm. Wo dann aber vielleicht Frauen schrauben. Mega. Das hört sich gut an. Ja, es ist natürlich auch, ich meine, wie viele Jahrzehnte sind Frauen in so bescheuerten Posen fotografiert worden? Ja, das stimmt. Ja. Ich kann da auch gerne meine Erfahrungen mit dir teilen. Also, du kannst mich gerne anrufen, wenn ihr Hilfe braucht. Was hast du denn für einen Kalender gemacht? Nee, ich habe keinen Kalender gemacht, ich war ja ein Playboy, ne? Echt? Ja. Mit Autos. Ja? Ich habe die Geschichte des Motorsports erzählt. Das soll mir mal einer nachmachen mit Nackedei-Fotos. Sarah, in meinem Kalender. Erzähl. Fische. Machst du also Anglerbild habe ich auch. Anglerbild. Lassen Sie sich überraschen, sehr verehrte Damen und Herren. Ja? Ich freue mich drauf. Am Wochenende ist er fertig, sehr schön. Ich werde die Erste sein, die sich kauft. Ne? Ich spüre jetzt ein bisschen Rivalität. Ja, nee, du brauchst gar keine Sorgen zu machen. Ja. Ich erkenne jemanden, der Potenzial hat und das kann ich auch akzeptieren. Wie ist das eigentlich? Wie kamst du auf die Motive bei solchen Fotos, bei diesen Instagram-Fotos? Ist das dann einfach so eine Sache? Den Handwerker wollte ich auch nicht. Du siehst die Leiter und denkst dir so, wow. kam meine Freundin echt? Mit an. Die hat gesagt, ist also der kreative Part dabei. Ich wollte das Foto aussortieren. Sie hat gesagt, das ist so lustig, das ist der absolute Kracher. Genial. Also ja. Deine Freundin kannst du nächstes Mal mitbringen. Die hört sich sehr, sehr lustig ja, an. Ja, die macht da manchmal so Grenzüberschreitungen, die ich selber nicht machen würde. Und wenn die dann sagt, das ist lustig, dann denke ich mir, ja gut, wenn die darüber lacht, vielleicht sind da draußen auch noch andere, die so ticken wie sie. Ich finde das Foto, ich hätte es in der hintersten Schublade, hätte ich es versteckt. Und ja, aber es gibt ja verknüllt. Auch noch andere mit Springbrunnen und so weiter. Das ist ja nicht Springbrunnen beim Eingang. Ja, das okay. Ist ja okay, ja, ja. Wobei nee, kam auch von ihr. Auch von ihr. Ja. Das heißt, du hast jetzt nicht nur deinen Bruder Thilo, sondern du hast auch deine Freundin, deine bessere Hälfte, die auch genau den gleichen Humor und wo ihr so auf einer Welle seid und ja, wo ihr euch so gegenseitig gibt da auf jeden Fall pusht. Gemeinsamkeiten. Mhm. Es gibt da Gemeinsamkeiten und doch Humor, doch wir haben schon, doch wir können schon auch lachen. Die hat dann da manchmal so Quatschideen, dann schickt sie mich so rum, ist dann irgendwie ja auch sowas, was sich mit so einem familiären Rahmen verbinden lässt. Es macht ja Spaß, Unsinn zu machen. Nicht? Im familiären Rahmen kann ich mir das dann so vorstellen, dass er mit so einem Mann zusammen dann Quatsch macht? Nee, der kriegt nichts mit. Auf der Straße? Nein, der kriegt erstmal nichts mit. Also das Fotoshooting wird gemacht, wenn er schläft? Ja, ja, genau. Alles klar. Aber dieses Nacktbodenbild, das habe ich tatsächlich am Handy... Aber das auch. Das habe ich echt, da bin ich splitternackt durch den Treptower Park gelaufen in Berlin. Da waren natürlich keine Kinder oder irgendwelche Minderjährigen weit und breit. Schon ein paar Erwachsene. Aber irgendwie, das war. Was nicht auch, immer besser ist. Nö, ist ja auch eine Gefahr. Das, ja. Aber das war denen irgendwie auch egal. Du isst deinen Burger gar nicht mehr. Ich lenke dich zu sehr du ab mit das, meinen du Fragen. Du isst deinen Burger nicht, Sarah. Ja, jetzt du aber hast nicht deine im Glashaus mit Stein. Ne? Ich habe den irgendwie explodieren lassen. Aber ja. Guck mal, jetzt ist ja so: erstmal hat man jetzt mal einen Tag so ohne kein Fleisch gegessen. Jetzt könnte man morgen auch mal so sagen: Hey, heute Fleisch, das ist ein Steak. Ja. Oder wenn du jetzt sagst, ich habe nicht so Hunger und du schmeißt es weg, ey, dann ist kein Tier gestorben. Ist doch eigentlich. Genau. So, aber ich will nur, wie gesagt, ich bin kein Veganer, kein Vegetarier. Ich muss ja nicht jeden Tag darauf verzichten, aber vielleicht einmal die Woche anstatt jeden Tag. Aber es müssen dann. Nicht immer die Fronten so. Erhärten. So, man kann es auch locker sehen und es schmeckt. Dieser geht so jetzt. Aber ich hatte schon mal einen, ist der ja war lecker. Ist schon ein bisschen kalt, aber schmeckt sehr gut. Glaube ich, Kichererbsen oder so Hummus. Ja. So wie ein Falafel. Du fragst dich bestimmt, für wen der Teller ist, ne? Hast du eine Ahnung? Das sieht jetzt aus wie so eine schöne Fricker abends von der Tanke. Ist ein bisschen kalt. Auch korrekt. Ach nee, also veganer Burger. Was glaubst du denn, wer kommt? Ja, mein Bruder oder Elton nicht jetzt, oder? Alten oder dein Bruder? Das ist dein Bruder. Juhu. Herzlich willkommen, Thilo, komm rein. Es ist wirklich. Es ist wirklich. Glaube ich nicht. Ja, schön, dich zu sehen. Ja, ihr scheint euch zu kennen, ne? Das freut mich. Ne? Ein wunderschön. Schön, dass du da bist, Thilo. Komm her, sag mal, du, ja. Bevor wir
Lass uns erstmal über das Wichtigste sprechen. Was möchtest du denn trinken? Ja, was möchte ich trinken? Oder wir haben noch so ein paar andere Sachen für dich da vorbereitet. Ich trinke ja immer gern Whisky Cola. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Haben wir sogar, doch. Ja. Und dann auch noch Cola ohne Zucker. Das kann ich euch holen. Also du möchtest Cola Zero? Wenn's, ja, wenn es geht, ja. Das heißt, die Kalorien, die du bei der Cola sparst, haust du mit dem Whisky wieder rein. Ja, ja, ja? Richtig. Aber ich habe das unter ärztlicher Beobachtung wurde mir das empfohlen. Ach, wirklich? Ja, den Arzt möchte ich kennenlernen. Ja. Und du hast einen veganen Burger bestellt. Hab ich. Ja, das ist doch auch nur so fürs Fernsehen dann, ne? Oder? Ich habe ja gesagt, ich habe mich nicht als Veganer verkauft. Aber ich wollte auch, ich habe letztens veganen Burger tatsächlich gebuttert zu Hause. War ich hoffe, der ist nicht so stark. Es gibt doch jetzt diese super Frikadelle aus den USA. Wovon wir alle gerne Aktien gehabt hätten, aber sie nicht haben. Na, ich habe, also man darf die Marke wahrscheinlich nicht sagen, aber ist die das? Nee, das ist irgendwie so dieses boring Kichererbsen. Das ist der Grund, warum man es sonst nicht gegessen hat. Ja, wisst ihr was? Ich hoffe, ich habe hier nicht zu viel Whisky reingemacht, aber das werden wir ja gleich dann merken. Dann laber ich hier gleich querbeet, das hast du noch nicht gesehen. Wir nehmen das jetzt mal mit. Vielleicht kann ich dir ja dann noch so ein paar Details über den Simon entlocken, die du im nüchternen Zustand vielleicht nicht so preisgeben würdest. Das ist doch mein Plan eigentlich. Das sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Ihr seid ja für mich so Kult, ne? Ist das wahr? Das habe ich eben zum Simon gesagt. Eigentlich wart ihr ja so ein bisschen die Vorreiter von allem. Ne? Also wenn es damals YouTube gegeben hätte, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die ganzen Filme von euch geheißen hätten. Ja, wir überlegt haben auch ihr euch das manchmal? Wir haben einen Podcast gemacht zum Thema verfehltes Timing, weil wir da auch das Gepech gehabt haben, dass wir diese YouTube-Sachen halt gedreht haben zu Zeiten, wo es noch kein YouTube gab. Eben. Ne? Aber gut, dafür konnte man das auf VHS verleihen an 100 Leute. Ist ja auch so, das ist ja auch, nie, ist ja auch was wert. Ne? Medium. Also ich finde es erstmal sehr schön, dass du da bist. Mhm, ja. Und Simon, du warst wirklich überrascht, ne? Auch, weil du hast irgendwie du warst total überrascht noch jetzt, versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen und dich heute zu sehen oder so. Mhm. Und dann hat das nicht geklappt. Hey, das hast du ernsthaft? Das habe ich echt nicht gecheckt. Wir haben doch gestern noch drüber gequatscht, über, ob wir heute nicht noch irgendwie uns sehen. Aber hast du denn, aber du hast doch, hast du mir geschrieben? Nein, habe ich nicht. Hast du nicht bekommen? Habe ich nicht. Nee, ich dachte gerade, ich hätte jetzt irgendwie was verpasst. Ich musste Möbel zusammenschrauben. Simon hat mir erzählt, dass ihr einen Podcast macht. Ja. Das ist richtig. Weil es ist so, dass wir auch unter vier Augen immer gut labern können. Es entstehen wenig Längen. Und da war es einfach mal, lag es auf der Hand, dass wir das einfach auch mal versuchen, dann einfach aufzunehmen und mal zu gucken, ob das funktioniert, wenn man sich mal an einem Thema entlanghangelt. Tatsächlich war ich da etwas skeptisch. Ich dachte, oh Gott, was sollen wir jetzt 50 Minuten lang quatschen? Aber hat funktioniert und da sitzen wir nun. Da sitzen wir nun mit unserem Podcast. Eigentlich haben wir nur das Bild weggelassen. Einer mehr. So wie früher. Auf dem Riesenberg. Man muss sich so einen Berg-Podcast vorstellen und da oben ist jetzt noch so ein Ding drauf. Kommt jetzt noch da kommt noch so ein Podcast dazu. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt nicht hier wäre, ne? Ja. Wärt ihr dann genauso miteinander oder seid ihr anders, wenn die Kamera ankommt? Würde sagen, nein. Ja? Also würde sagen, nein, wir sind nicht anders, oder? Nö. Vielleicht ein bisschen weniger aufgedreht. Aber der Simon ist ja schon ruhiger, ne, zu Hause, oder? Im Privaten. Ja. Ja. Simon ist nicht so wie im Fernsehen eigentlich. Ist er, obwohl so wie er hier heute war, ist er schon. Ein angeregtes Gespräch führe ich privat auch mal. Also, wenn man so Rollen hat, dann ist natürlich, muss man schon auf die Pauke hauen. Ne? Ich meine, oder wenn man Aufgaben hat oder eine Mission oder so, dann muss man ja auf die Pauke hauen. Sonst ist es ja nicht sonst so. Ne? Aber. Also, aber Simon ist keiner, der sich im Privatleben nach vorne spielt und jetzt irgendwie das Wort ergreift und den großen Alpha-Macker macht. Das ist nicht so. Wir haben am Anfang, ich habe dem Simon ja vor der Sendung einen Stift in die Hand gedrückt, dass er mal seine Timeline aufmalt, so mit seinen Höhen und Tiefen. So, und wir sind dann von der einen Sache zur anderen gekommen und konnten gar nicht weiterreden. Und ich wollte dich jetzt mal fragen, ob du vielleicht weißt, was eine seiner großen Tiefen war, die er aufgemalt hat. Ich meine, das ist ja offensichtlich, was ich meine. Ne? Ich meine, das hier geht so weit runter. Ja. Das ist ja schon bei minus, was ist das? Minus 28. Ja, aber und danach geht es aber wieder auf dieselbe Höhe hoch wie vorher, ja? Und noch, ja. Ja. Okay. Und also das ist 1976 bis 2020 tatsächlich. Genau. Ach so, aber 2015 geht es so. Hier wird mein Leben dargestellt. Und ich wüsste gerne mal von dir, Thilo, was vermutest du, was war dieser minus 28-Punkt? Was war das beim Simon? Ja, ich habe da, da habe ich eine Vermutung. Aha. Ist das privat? Darf er das jetzt sagen? Naja, ich meine, eine verfehlte Beziehung. Eine verfehlte Beziehung.
Eine verfehlte Beziehung. Man kann ja auch Klassiker. Menschen also passen besser zusammen oder passen schlechter zusammen. Ich versuche es einfach mal neutral. Ach so, nee, das ist das davor. Das ist der kleinere. Ach, das also ist der kleinere. Das ist der -10er oder das was? Dieser Halbrunde. Das war einfach Liebeskummer. Das war einfach Liebeskummer und dann habe ich aber jetzt? Der ganz tiefe. Oder der Sack oder der Dinger, ne? Der Penis war ganz schlimmer Liebeskummer. Doch dann habe ich ihr Herz für mich gewonnen. Ah, und was also war das? Da war so, habe ich so mit so einem Fernsehheini gesprochen und dann so, ja, irgendwie klappt da alles nicht. Und dann dachte ich, naja gut, aber ich habe ja noch Aktien. Und dann habe ich so auf die Aktien geguckt und die waren so, im freien Fall. Da dachte ich so, okay, jetzt das ist... Also auf ganzer Linie einfach Mist. Ja, das war auf ganzer Linie Mist. Und okay. Ja, dann war da so ein bisschen mit... Und dann was Thilo andeutete, war der Sack. War das war also Liebeskummer. Etwas durchwachsen. Nee. Der Penis war wie Liebeskummer. Es ist schön, wie wir hier... Der Sack war Kummer, aber nicht Liebes. Ja, aber mich interessiert ja der Penis. Das war Liebeskummer. Ja, der Penis, der ganz unten, der auf 0 runtergeht. Ja, auf -25. Das ist verdammt niedrig. Ja, da kam... Also, da kam es geht 76 los und es geht da erst 2016 so richtig im Keller. Ja. Das ist ein bisschen sein Geheimnis, also, weil so richtig kann ich es jetzt nicht. Also erstmal geht es ja hier 2016 hoch. Also genau genommen müsste man hier noch mal einen expliziten, separates Diagramm machen, was ungefähr so wäre. So, ja. Und aber es waren schon schlimme Tiefpunkte mit Liebeskummer und auch freundschaftliche Enttäuschungen, die ich bis dato nicht hatte, weil ich war ja immer auf diesem Level hier so. Wow, wow, ja. Wow. Ich rufe an und die Handwerker sagen, ey, geil, dass du anrufst, wir kommen morgen. Mhm. Und plötzlich rufe so was an und sagen so, das ist ein Promi-Bonus, gibt's da? Und plötzlich war alles, ja wurde super, man ja auch, muss, war man irgendwie wieder mehr so, irgendwie so Mensch und so. Und dann Liebe und dann so Freundschaften auch. Und dann war ich auch nach Berlin umgezogen. Und dachte so, what the fuck? Und das ist auch nicht gut für einen Kölner, wenn er nach Berlin ist. Ich bin heute noch Gegner von der Aktion. Job lief auch nicht rund mit Quoten und dann auch mal nichts. Aber das ist ja auch ein ernstes Thema. Was macht man denn in so einer Durststrecke? Also wenn es mal wirklich einfach nicht läuft, wenn es auf allen Baustellen irgendwie nicht funktioniert. Ich kann es dir sagen, Sarah, weiter. Man macht weiter. Nee, ich weiß nicht, ich hab da auch kein Rezept für. Also man muss sich einfach mit sich selber da irgendwie, man muss... Das ist auch immer gut für, ich nenne es Bodenbildung. Also wenn man da ja durch ist, hat man auch irgendwie so einen Grundsatz, der einen im Leben auch stabiler macht. So. Und ich habe auch viel riskiert. Ich habe ja an die Liebe geglaubt. Aber es war sehr wackelig. Und das hat mich wirklich runtergerissen. Aber dann hat es doch noch geklappt mit ihr, der ominösen Instagram-Fotografin. Aber warte mal, das ist dieselbe, die dir so ein Liebeskummer, ist, da, ja, ist da die Mutter deines Kindes? Ja, genau. Ist die gleiche Person? Ja, und das war dann so hopp und top und wow. Das hat mich so ein bisschen durcheinander gerissen. Das wusste ich gar nicht. Ha. Ich kann mich siehst nur lobend mal über meine Schwägerin äußern. Ja. Und sie haben zueinander gefunden, sag ich mal. Ohne es ist ach, ihr seid verheiratet? Nein, das nicht, aber sie sind ein harmonisches Paar. Das ist eine längere Geschichte und da habe ich ihr nichts vorzuwerfen. Überhaupt nicht. Aber es war ein bisschen turbulent. Die Anfangszeit war die Höhen könnte man, da waren auch überall noch wieder Höhen, aber die kann man, das kann man so dezidiert nicht darstellen. Es wäre halt so zickzack gegangen, ja? Ja, so auf so, aber auf so und... Ich meine, du hältst ja dein Privatleben sehr raus. Meinst ja, ich meine, meine Freundin ist nicht öffentlich und, ja. Weil sie ist einfach nicht öffentlich. Aber meinst du, es ist auch ein Stück weit, weil sie hat ja anscheinend auch einen sehr ausgeprägten Humor und alles, also es liegt ja nicht an der Person an sich. Glaubst du, es ist ein Stück weit auch, weil du einfach auch oft und gerne Menschen veräppelt hast, dass du ein Stück weit Angst hast, dass das mit dir auch passieren könnte oder dass eben das Privatleben in eine falsche Richtung irgendwie gezeigt wird oder gelenkt wird, wo du sagst, so, das können wir dann nicht mehr handhaben? Also ich habe dieses Prominentsein in allen Facetten kennengelernt. Ja. Unterm Strich immer eher positiv. Ich bin da gut durchgekommen. Aber es ist dann so privat auch... anstrengend auch manchmal, wenn jeder dein Gesicht kennt, so, ja, oder wenn du deine Aufmerksamkeit hast, die du vielleicht gerade nicht haben möchtest, aber kann man sich nicht so aussuchen und natürlich kann man sich da nicht beschweren, weil es gehört ja zum Geschäft dazu, aber es ist natürlich schon eine Einschränkung, also eine Einschränkung auch der Freiheiten, die man so hat. Ich habe ja eine Zeit lang durch die Stadt gegangen, ich bin gar nicht durch die Stadt gegangen. Ja. Ich bin nur mit dem Fahrrad gefahren oder mit dem Taxi. Oder wenn ich mal gegangen bin, wusste ich, dass da vorne ein Taxistand ist, weil sich ja so merkwürdige Leute dann auch an mich rangehängt haben und die bin ich dann nicht mehr losgeworden. Wie hast du die Zeit erlebt, Thilo? Ja, man sagt immer so damals, heute, aber ich finde es irgendwie, mein subjektiver Eindruck ist, dass die Sendung damals, die Simon gemacht hatte, also Comedy Street und Elton vs. Simon,
dass die sich doch sehr ins Bewusstsein des Publikums eingebrannt haben. Weil nämlich, wenn man mit ihm heute durch die Straßen geht, gibt es immer noch Leute, die Selfies haben wollen. Zum Teil mehr bei ihm als mit Leuten, die jetzt eigentlich auch auf dem Sender hier und da sind. Und irgendwas ist da hängen geblieben. Meine Theorie ist, dass es einfach damals weniger Internet gab. Es gab einfach noch kein YouTube. Also wir haben das bis 2010 gedreht. Da gab es schon YouTube. Okay, längst. Ja, 2011 aber ausgestrahlt. Es hatte noch nicht den Stellenwert. Also bekannt bin ich ja immer noch, sonst wäre ich ja nicht hier. Aber es war so Popstar-mäßig, ne? Popstar-Ausmaße. Und wenn man dann so ein richtiger Popstar ist, dann verdient man Millionen und verschanzt sich in seiner Villa. Nur ich hatte nicht die Millionen. Ne? Ich war dann noch so im Real Life unterwegs. Ist ja auch die Sendung. Man ist ja so, man geht dann schon auch mal gern durch die City. Ne? Aber schwierig dann. Alles so ein bisschen verändert. Und ein paar Leute sind irre. Und die sind die, die am empfindlichsten auf einem reagieren. Ist immer so, so. Inwiefern? Was meinst du damit? Dass sie die, man lockt die Idioten an. Also man muss sich dann schon ein bisschen zurückziehen. Also so am geilsten zu dem Thema Isolation ist dieser eine Film von Sofia Coppola. Der wo man die ganze Zeit diesen B-Movie-Star sieht, der völlig isoliert lebt, was nicht lebenswert ist. Ja? Und so habe ich natürlich nicht gelebt. Ne? Aber dann hat man manchmal, ja, das war auch letztens so Görlitzer Straße, ein Typ dreht durch und hat Stress und was weiß ich, Dealer oder so ein Shit. Und er sieht mich und bleibt vor mir stehen. Und dann denkst du so, oh. Echt? Und was kam danach? Du, wer bist du? War so unangenehm halt. Ne? Aber meinst du, es war, weil du Simon Große-Johann bist? Ja, natürlich. Bist, ja, oder ja. Wie heißt du? So irgendwie. Aber ich habe auch schon, aber das war jetzt eine negative Erfahrung so in Berlin, hatte ich auch vorgestern in Köln, aber das nicht schlimm. Manchmal auch total positive. Ja? Ein Typ geht so durch die Straße, auch Kreuzberg, ganze Gesicht schwarz tätowiert, sehr, so total negative Ausstrahlung, spricht nur Englisch und bleibt auch so vor mir stehen und sagt so, Simon Große-Johann, du bist der Geilste und geht so weiter. Und man denkt so, wie geil ist das denn jetzt? Das hast dich dabei ertappt, du hast auch gedacht so, oh, der sieht voll spooky aus. Am Ende ja, war es genau das Gegenteil. Was kommt jetzt? So, man denkt, die haben eine Negativität und projizieren das natürlich auf so eine öffentliche Visage so. Und dann ist es aber natürlich, also ich habe überwiegend wirklich totales Glück mit den Reaktionen der Menschen. Also ganz viel positiv, auch noch in Hörgrenzhausen in so einem Kaff, so ein Typ, der... Meine Freundin hat gesagt, sie hat noch nie eine menschliche Vollbremsung gesehen. Wir sind so mit dem Auto, er ging so zu Fuß und dann sah man förmlich, wie die Füße so quietschen. So, so in Adiletten, so Vollbremsung. Und guckte nur noch so und ging zu mir zum Parkplatz. Mit Socken oder ohne? Mit Socken. Geil. Ganz lässiger Klassiker. Typ. Und ja, jetzt habe ich aber jetzt... Schön. Ja. Was würdest du eigentlich... Habe ich nicht den besten Bruder der Welt? Und davon habe ich sogar zwei. Ja, das Pflaumenmus ist total geil auf dem Burger. Was macht denn der Dritte im Bunde? Was, ist der Robin. Ja, der ist im Stiftungswesen unterwegs und wohnt in Wien. Ja, der hat sich nie so für die Filmemacherei interessiert. Hat aber damals ein bisschen geholfen. Wenn wir unsere Actionfilmchen gedreht haben, war er auch immer mal dabei. Und dann hat auch immer mal ein bisschen noch... Gastengetränke mitgeschleppt und so. Mhm. Wie in Berlin, aber Köln. Aber nicht vor der Kamera. Nur so in ganz winzigen Rollen. Okay. War nicht so sein Interesse einfach. So. Hat auch eine Ahnung, ne? Weiß hat auch, Ahnung, wer, welche Filme, welche Schauspieler. Also da hat er auch ein Grundwissen, was mehr ist, glaube ich, als bei anderen. Hat aber vernünftige Sachen keine studiert. Leidenschaft für ihn. Ja, genau. Er ist der Vernünftige auf jeden Fall. Er ist der Vernünftige. Mhm. Ich finde das ja sehr angenehm, dass ihr die Nicht-Vernünftigen seid, weil ich ja immer noch hoffe, dass vielleicht nach dem Podcast auch wieder was kommt, was auch mit bewegten Bildern zu tun hat. Also habt ihr irgendwie was im Petto, eine Sendung, ein Format? Wollt ihr wieder vor die Kamera oder sagt ihr, sie sind im Establishment angekommen, wir können jetzt eigentlich nicht mehr vorwegnehmen? Ja, im Moment läuft es leider etwas getrennte Bahnen. Mhm. Ich mache Regie bei Heute Show, Positerror, solchen Sachen, Comedy-Formate, Matzen drehe ich, Einspieler. Und also gerne müsste man mal wieder was zusammen machen, definitiv. Was ich manchmal nicht so richtig vermisse, ist dieses endlose mit der versteckten Kamera durch Fußgängerzonen laufen. Das war Plackerei. Und das war Plackerei. Das war Ackerei. Und ich hatte auch echt wirklich Schmerz irgendwann hier im Hals von diesem Kamera halten und drehen immer. Es ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber es hat sich über Jahre... hatte ich hier so einen leichten Kopfschmerzansatz. Ja klar, immer. Du musstest ja immer versteckt immer so diese, irgendwie. Damit das ruhig ist, ne, Kamera in der Tasche immer so ruhig gehalten und dann immer hier so diese Anspannung. Aber das gibt es ja mittlerweile, ne, sind die ja auch kleiner geworden, da kann man die auch viel besser verstecken, sogar im Knopfloch.
Ja, das stimmt, aber man muss das so ein bisschen inszenieren, so ein bisschen zoomen halt. Ne? Einfach. Es ist ja dreckig gedreht, es ist ja auch schangelig, aber muss ja auch genau man muss so ein bisschen in medias res gehen da. Ja. Und deswegen braucht man so ein bisschen was Kontrollierbares. Zu klein ist da gar nicht so ein Vorteil. Die Kameras waren schon klein genug, es war auch nicht wahnsinnig schwer, ne? Kann man nicht sagen. Aber diese Körperhaltung ja. immer. Und dann immer die Fußgängerzonen von ja. Hattingen und Dortmund. Na, aber vielleicht und Bochum. Kommt ihr jetzt mit ja. eurem Podcast irgendwie so. In euch eine Idee, was man da. Das ist auf jeden Fall schön, dass wir so zusammenkommen könnte. Und ja. was gemeinsam machen. Es ist halt, viel von dem Humor war halt grenzüberschreitend. Und so diese Motivation hat man dann nicht mehr unbedingt. Wird man als Vater dann auch ja, als Vater, bisschen also, gesetzter? Weil zum Beispiel bei Rennfahrern sagen wir immer, die verlieren eine Sekunde. Ja, das ist vielleicht schon so. Ich kann mir vorstellen. Also, ich sag mal, diese Grundmotivation, höher, schneller, weiter, hat man so nicht mehr. Mhm. Wenn man aber jetzt eine Idee hat mit Humor, da hat man jetzt auch keine Sorge, da nicht voll reinzugehen und voll draufzuhauen. So, ne? Aber das muss dann schon auch die Gelegenheit da sein. Und dieses Grundsätzliche an die Grenzen, naja, da, wo sind die auch die Grenzen? Ne? Man ist ja, ob man will oder nicht, nun mal Establishment. Man ist, es geht einem so ganz gut. Man ist auch vom Alter her halt da irgendwie. So, man kann jetzt nicht irgendwie so sagen, ich habe mit dem allen nichts mehr zu tun, ich bin Punkrock. Kannst du mit 17 sagen, wo du noch nicht an eine Wahlurne gehst oder wo du irgendwie so Anti-Haltung so. Oder, Thilo? Mhm. Ja. Also Haltung, ja. Aber so, jetzt sag ich mal. Was würdest du denn dem Simon, dem 20-jährigen Simon, raten? Mach genau das, was du so da machst. Irgendwie. Beiß dich durch. Weiter so. Glaube schon. Wüsste nicht, was da schiefgelaufen wäre. Das ist alles schon so richtig gewesen. Hat viel Spaß gemacht. Waren gute Shows, sind gut gelaufen. Werden immer noch gerne geklickt im Internet und sonst wo. Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Dann ich meine, gut. Er hat so viele Rollen gespielt bei Comedy Street und alle reduzieren ihn jetzt immer nur auf den Pimmel halt. Ja. Du auch. Ich auch. Ja. Ich auch. Ich aber zu. Das ist basic. Jeder aber macht der war das. Auch so groß. Jeder. Ja, der war wirklich sehr groß. Ja. Nee, aber... Das ist mein Palim. Ich habe ja. Das ist dein Palim. Das freut aber mich. Aber immerhin, ich habe ein Palim. Ja, eben. Ja. Manche haben kein Palim. Sehr gut. Das muss man in diesem Sinne, Palim, wir haben noch ein Schlückchen. Gib mir mal ein bisschen von deinem Wein ab. Jo. Sehr schön. Dann können wir noch mal anstoßen. Ja. Schön, dass ihr da seid. Dann esse ich mal den Whisky. Danke für die Einladung. Super schön, danke euch. Auch zu danken. Tschüss. Ja, das war die Dinnerparty. Bis zum nächsten Mal. Und wir reden jetzt hier noch ein bisschen weiter. Viel Spaß bis zum nächsten Mal. Tschüss.